Hallo und willkommen zu Kraut und Küche. Heute habe ich wieder ein ganz besonderes Wildkraut für euch, nämlich den Bärlauch. Der Bärlauch ist ja im Moment sozusagen fast schon ein Trendgemüse unter den Wildkräutern. Ich habe gesehen, man kann ihn sogar schon bei Lidl kaufen, schön in Plastik verpackt. Wer von euch jetzt das Glück hat, aus dem Süden zu kommen, irgendwo, wo es große Buchenwälder gibt oder auch aus dem Harz, der wird wahrscheinlich darüber nur lachen können. Denn ich weiß auch noch, als ich in der Nähe vom Harz gewohnt habe, da gab es wirklich riesige Felder in den Wäldern mit Bärlauch. Also so viel konnte man nie im Leben pflücken, wie da an Bärlauch wuchs. Und das werdet ihr dann vielleicht auch kennen. Und vielleicht wart ihr ja auch schon im Wald dieses Jahr und habt euch Bärlauch gesammelt. Ich kriege oft in Facebook die kleinen Bildchen von Freunden und Bekannten, die sich irgendwo ihren Bärlauch fürs Jahr oder auch für die Saison jetzt schon gepflückt haben. Also das ist jetzt genau die Zeit, Ende März, im April auch noch, solange er noch nicht blüht. Der Bärlauch ist übrigens eine schon ganz uralt bekannte Heilpflanze. Also schon im 8. Jahrhundert hatte man ihn sogar von oben angeordnet, in den Klostergärten und den Gärten vorschriftsmäßig angebaut, weil der nämlich so eine ganz starke Heilkraft hat. Das war natürlich schon viel länger vorher bekannt. Schon die alten Germanen kannten den Bärlauch und da war er schon mit dem Bären verbunden. Also er heißt gar nicht umsonst Bärlauch, sondern hat tatsächlich was von dieser Lebenskraft und der Stärke des Bären. Es gibt noch andere Heilpflanzen, die auch mit Bär anfangen, wie der Bärlapp oder der Bärwurz oder auch die Bärentraube. Das weist immer darauf hin, dass dieses Kraut ein ganz besonders starkes Heilkraut ist, das ganz besonders viel Heilkraft und Präsenz und auch fast schon eine tierartige Energie, also wirklich eine machtvolle Kraft in der Pflanze steckt. So eben auch im Bärlauch. Ein anderer Mythos dazu sagt übrigens, dass der Bär, der in den Buchenwäldern sich ja im Winterschlaf zurückgezogen hatte, als allererstes, wenn er im Frühjahr rauskam, den Bärlauch sich gesucht hat und den gegessen hat, um sich wieder zu stärken für das neue Jahr, um sich einmal komplett durchzureinigen, um seinen Darm zu stärken und um wieder Kraft zu kriegen für den Frühling und den Sommer. Und genau das können wir eben auch tun, denn der Bärlauch ist tatsächlich die Frühjahrskurpflanze. Oft gehört er ja auch mit in die neuen Kräutersuppe, die man ja kennt, die heute noch viel an Gründonnerstag gegessen wird. Da war also oft eben auch der Bärlauch dabei und man hat ihn auch viel einfach so gegessen. Ihr kennt das bestimmt vielleicht als Pesto oder einfach auf Brot gehackt und in ganzen Scheiben. Da gibt es also verschiedene Rezepte. Ja, das Besondere am Bärlauch ist, dass er so ähnlich wie auch der echte Knoblauch viel Allicin enthält. Es ist ein ätherisches Öl, das viel Schwefel enthält. Und dieses hilft eben, den Körper zu reinigen und zu entschlacken, die Verdauung anzuregen und auch das Blut zu reinigen und da neuen Sauerstoff reinzupumpen. Darum also diese ganz besondere Wirkung, gerade jetzt im Frühjahr. Und der Bärlauch wächst tatsächlich auch nur jetzt, Anfang, also im März, im April. Sobald er blüht, verliert er schon wieder an Wirkung. Giftig ist er dann allerdings nicht, auch wenn das oft erzählt wird. Außerdem enthält der Bärlauch neben dieser ätherischen, schwefelhaltigen Öle auch noch viel Vitamin C und viele Mineralien und eben alles, was noch dazu gehört, um den Körper wieder richtig auf Trab zu bringen. Einer der vielen anderen Namen des Bärlauchs ist übrigens auch Hexenzwiebel. Ob das jetzt daher kommt, dass er besonders gerne von Hexen gegessen wurde oder weil er besonders gut gegen Hexen wirkte, kann ich allerdings nicht genau sagen. Ich weiß nur, dass man traditionell Bärlauch auch immer am 30. April, also am Tag vor Walpurgis, gegessen hat. Und zwar, um sich tatsächlich vor Hexenenergie zu schützen, weil das ja der Tag der Hexen war. Und vielleicht ist da tatsächlich was dran. Man kennt ja auch die Geschichten, dass man Knoblauch gegessen hat gegen Vampire. Dass also tatsächlich dieser Bärlauch mit seiner starken und regenerierenden Kraft gegen dunkle Energien in jeder Form wirkt. Wobei ich jetzt ehrlich sagen muss, Hexen sind natürlich nicht immer dunkel. Aber bestimmt hat es auch immer diese Energien gegeben und man konnte sich damit tatsächlich vor solchen Dingen schützen. Also wenn ihr gerade bei euch irgendwo den Bärlauch findet oder er euch unterkommt, sei es in den Wäldern, in der Nachbarschaft oder eben sogar, wenn es sein muss, im Supermarkt, könnt ihr euch da ruhig jede Menge von holen und Pesto draus machen oder andere Sachen, denn damit könnt ihr wirklich euch wieder auf Trab bringen, in Schwung, einen neuen Schwung bringen, eure Leber reinigen, die Haut reinigen, das Blut reinigen. Also wirklich auch, das ist wirklich eine Heilpflanze, die gesund machen kann, wenn man viel davon nimmt, gerade im Frühjahr, um wieder in Schwung zu kommen. Übrigens bin ich gerade sehr froh, dass ich hier sogar oben im Norden in Norddeutschland Bärlauch gefunden habe. Oft heißt es ja, der wächst mehr im Süden und tatsächlich, ich musste eine Weile suchen. Aber wie man sieht, Bärlauch wächst sogar in Norddeutschland, sogar in Mecklenburg.
Wenn ihr jetzt Bedenken habt, dass ihr den Bärlauch im Wald vielleicht mit giftigen Pflanzen wie zum Beispiel dem Maiglöckchen verwechseln könntet, davor wird ja oft gewarnt, dann gibt es da ein paar Hinweise, wo ihr eigentlich ganz klar erkennen könnt, dass es sich hier bei der Pflanze, die ihr seht, um Bärlauch handelt. Das erste ist schon mal der Geruch. Also wenn ihr so ein Bärlauchblatt euch unter die Nase haltet und ein bisschen reibt, dann merkt ihr schon, das riecht total doll nach Knoblauch. Das würde ein Maiglöckchenblatt nie machen. Das andere ist, dass Bärlauchblätter total weich und zart sind, während Maiglöckchenblätter viel härter sind. Die lassen sich nicht so einfach ein bisschen knautschen und zerknüddeln. Außerdem sieht man auch ganz im Frühstadium schon den Unterschied, weil Bärlauchblätter als Ganzes so aus der Erde kommen, während Maiglöckchen am Anfang noch sehr zusammengerollt sind. Also da wachsen immer mehrere Maiglöckchenblätter, zu dritt oder zu viert. Auf jeden Fall kommen die sehr eingerollt aus dem Boden. Die öffnen sich erst später. Das ist also ein ganz klares Erkennungsmerkmal, wie ihr diese Pflanzen auseinanderhalten könnt. Ja, inzwischen ist ja der Bärlauch so bekannt geworden und auch so im Trend, dass man überall Bärlauchprodukte kaufen kann. Da gibt es getrockneten Bärlauch und Bärlauchsalz und Bärlauchaufstrich und verschiedene Sachen mit Bärlauch. Ihr solltet aber wissen, dass diese Pflanze eigentlich nur wirklich wirkt und ihre Wirkstoffe frei entfalten kann, wenn sie frisch ist. Also sobald die Blätter getrocknet werden, wirken sie eigentlich schon nicht mehr. Das ist auch wichtig für den Hausgebrauch, wenn ihr euch jetzt ganz viel Bärlauch pflücken solltet. Trocknen bringt euch nicht so viel, er schmeckt nicht mehr und er wirkt auch nicht mehr. Darum beim Pflücken, auch wenn ihr riesige Mengen seht, haltet euch lieber zurück. Ihr müsst nicht gleich ganze Beete abernten. Es ging ja neulich in der Presse um eine Familie, die hat sich gleich kiloweise, ich glaube 83 Kilo in Säcken geerntet für das ganze Jahr. Das macht eigentlich gar keinen Sinn. Eigentlich ist der Bärlauch nämlich eine Frühjahrspflanze, die man auch genau so am besten isst, wie sie wächst. Also frisch auf Brot oder als Pesto. Wer jetzt aber das ganze Jahr über die Wirkungen des Bärlauchs nutzen möchte, der macht sich am besten eine Bärlauchtinktur, indem er die frischen Blätter kleinschneidet, in eine Flasche füllt und das Ganze mit 40%igem Alkohol aufgießt. Das lasst ihr dann so ungefähr 4 bis 6 Wochen in der Sonne stehen, schön an einem warmen Ort. Dann könnt ihr es abseihen und in kleine dunkle Flaschen füllen. Dann habt ihr quasi die Essenz des Bärlauch als Tinktur das ganze Jahr über. In den letzten Jahren hat man diese ganz starke Heilkraft des Bärlauch übrigens auch für eine noch ganz andere Sache entdeckt, nämlich zum Entgiften von Schwermetallen. Man hat also festgestellt, dass der Bärlauch, so ähnlich auch wie frisches Korianderkraut, Schwermetalle und vor allem auch Quecksilber ausleiten kann. Und das betrifft ja viele, die jetzt Amalgamblomben haben oder hatten. Es gibt diese Methode nach Dr. Klinghardt, der wirklich frischen Bärlauch und frisches Korianderkraut nimmt als Tinktur und dann zusammen mit Algen das verwendet, um Schwermetalle auszuleiten. Also wenn ihr das Gefühl habt, das belastet euch vielleicht noch, ihr hattet mal Amalgam im Mund oder ihr lasst es euch rausmachen oder ihr wollt es machen, dann auf jeden Fall nehmt den Bärlauch als unterstützende Therapie. Damit könnt ihr also den Körper dabei richtig gut unterstützen. Ein anderes Rezept mit Bärlauch, das man eben sich auch fürs ganze Jahr vorbereiten kann und das besonders auch bei Magen-Darm-Beschwerden hilft, ist Bärlauchwein. So ähnlich wie bei der Tinktur wird der Bärlauch eingelegt in Alkohol, aber eben diesmal nicht in so starkem Alkohol, sondern einfach in Wein. Das Ganze wird dann aufgekocht, vielleicht noch ein bisschen gesüßt und dann auch in Flaschen abgefüllt. Das Rezept findet ihr auch hier unter meinem Video. Planetarisch wurde oder wird sogar heute noch der Bärlauch dem Mars zugeordnet, also dem Planeten der Kriegeskraft und der Durchsetzungskraft und dieser männlichen voranschreitenden Energie. Also da seht ihr auch schon, dass der Bärlauch in dieser Hinsicht ganz viel Kraft hat, die ihr, indem ihr ihn esst, eben auch euch für euch nutzen könnt. Wer von euch also den Bärlauch bisher gemieden hat, weil es einem vielleicht unheimlich ist, dass der mitten im Wald wächst oder weil man davon tatsächlich ganz schön Mundgeruch kriegen kann, dem sei empfohlen, das dieses Frühjahr einfach mal auszuprobieren. Holt euch einfach, wenn ihr irgendwo die Möglichkeit habt, frischen Bärlauch vielleicht vom Markt oder am besten direkt aus dem Wald. Macht euch ein Pesto und guckt mal, wie es euch damit geht. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. So, ich werde mir jetzt ganz frisch ein paar Bärlauchblätter aufs Brot legen, direkt hier im Wald. Und euch wünsche ich viel Spaß beim Experimentieren mit Bärlauch, beim Pflücken, beim Sammeln, beim Zubereiten und einen kraftvollen und gesunden Start ins neue Jahr mit dem Bärlauch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!